It's over, okay? Ja, es ist vorbei. Ja, vielen Dank. Was ist denn wieder los? Und ist die Altis von mir, Mann? Hm? Das sind ja nur die... Das sind die scheiß Kinder. Diese Assis. Das sind diese Assi-Kinder von nebenan, ey. Ja. Das reicht mir, jetzt raus. Sag dem mal, dass die einmal die Woche vielleicht das nicht machen können. Die ganze Scheibe ja, genau. Kaputt. Sag mal. Was denn? Ich? Ja, wieso? Das hat doch gerade einer den Ball reingeschossen. Ich? Glaubst du nicht, dass ich Fußball spielen kann? Hey. Hallo. Und dass ich überhaupt treffen kann. Dann lass uns doch die Zeit kurz nutzen. Er hat voll jemand randaliert. Guck, ja, wirklich. An. Ich dachte, das soll eine romantische Situation sein, weil dann sind hier zerdepperte Scherben. Aber wer hat denn jetzt hier irgendeiner vom Team mit dem Ball gespielt? Na, ich war da hinter der Wand. Ich kann dir das nicht sagen. Okay, krass. Gut, wurscht. Yvonne? Ja? Also A, überraschend, dass du da bist, aber B, wie schön, dass du... Du bist überrascht, dass ich... Ja, weil ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Ich dachte, welcher Assi schießt den Ball da durchs Fenster? Und dann, ja, dann sitzt ja, du da. Welcher Assi, ja. Ja. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Das ist hervorragend. Ja, mir geht's auch gut. Das ist hervorragend, dass du da bist, weil ich habe tatsächlich seit Jahren, pass mal auf, ja, habe ich so ein kleines Büchlein angelegt. Ja, da sind alle großen Stars dieser Welt drin. Und ich habe immer gedacht, so, wer weiß, vielleicht brauche ich es mal, weil ein Interview sich spontan ergibt. Und hier ist... Deepish Mode, ja. Ryan Gosling. Wow. Sag mal, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass du wieder auf Tournee gehst. Das muss ich irgendwo gelesen haben. Und zwar nach über 10 Jahren. Ja, 11 Jahre sogar. Es 11 Jahre? Ist, ja, es ist Wahnsinn. Und da ist meine Frage natürlich so, weißt du noch, wie man ein Mikrofon hält? Ja? Ja, das schon, aber es ist ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht mehr so richtig, wie es sich auf so einer großen Bühne anfühlt, so mit so viel Publikum. Also es wird schon für mich echt aufregend werden. Hat sich eine Menge getan. Vielleicht können wir einfach mal reingucken, weil du hast ja auch eine aktuelle Single, irgendwas. Ja, gerne. Die Zeit nehmen wir uns mal. Wir gucken mal kurz irgendwas. Gibt es denn so Musik, die du so Guilty Pleasure-mäßig vielleicht hörst? So Musiken, wo du sagst, ach, das erwartet man jetzt nicht, dass das, du privat solche Mucke hörst? Also ich habe früher, als ich so 17 war, hatte ich verschiedene Klicken und die eine hat Metal gehört und die andere so Grufti-Musik, also totaler Underground. Und da war ich auch auf einem Lacrimosa-Konzert, würde ich heute nicht mehr hören, aber das war so, ich glaube, ich habe alles durch. Und ich glaube, so Rage Against the Machine ist wahrscheinlich das Extremste, wo alle sagen, was, das hast du gehört? Ja. Aber höre ich jetzt auch nicht mehr. Also. Vielleicht oute ich mich jetzt als so kompletter Vollidiot, aber Lacrimosa? Kennst du auch nicht, ne? Nee, das ist halt so richtig so, die sitzen dann alle oder stehen dann alle mit schwarzen Klamotten. Das ist richtig... Düster. Ätzend. Ja, also es ist, ja, ich finde es heute natürlich ganz gruselig, aber damals richtig dunkle, düstere, fast schon depressive Musik. Sag mal, aber in deinem Kühlschrank, ne? Ja, in meinem Kühlschrank. Was schimmelt denn da gerade? Okay, also mein Kühlschrank ist ziemlich durcheinander und keine Ahnung. Gurke. Die Gurke war es. Die Gurken schimmeln aber auch wahnsinnig schnell, das sage ich dir als Gurki. Wurdest du schon mal beim Schwarzfahren erwischt? Ja. Ja? Ja, ist aber sehr lange her. 40 also Jahre. Wenn, dann war es da unabsichtlich und versehentlich, aber ich glaube, früher habe ich das schon öfters gemacht, ja. Das ist schon lange her. Ich habe einen Kumpel, der pennt immer besoffen in der Ringbahn ein. Und wie der Name schon sagt, ist das relativ verhängnisvoll. Wenn er am Wochenende unterwegs war, so, Alter, ich bin um 2 aus dem Laden raus. Ich war um 7 zu Hause. Ich so, was hast du denn gemacht die ganze Zeit? So, Ringbahn gefahren. Geil. Der pennt immer wieder ein und denkt so, ah, scheiße, noch eine Runde. Aber Yvonne, so oder so, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde gerne noch herausfinden, wer das mit dem Fußball war. Es wird mir wahrscheinlich, wird sich nie erklären. Wir werden einfach in die Gesichter gucken und dann werden wir sehen, wer es war. Absolut. Ja? Küsst die Hand. Oh, danke. Viel Erfolg für dein Dankeschön. Album, Yvonne Katterfeld, ladies and gentlemen. Dankeschön, bleib ruhig sitzen. Okay, nice. Danke. Yvonne Katterfeld.